Ja, vielen Dank. Erstmal von mir auch einen ganz schönen guten Morgen und auch herzlichen Dank an die Organisatorinnen für die Einladung und dass ich heute zu Ihnen hier in Präsenz und auch daheim vor dem Bildschirm sprechen darf. Dass heute die Deutsche Nationale Bibliothek unsere Gastgeberin in Frankfurt ist und ich Ihnen nun im Folgenden eine Debatte, eine lange und lange schon geführte Debatte um die Zukunft des Museums vorstellen kann, dass ich die hier anstoßen kann, führt mich zunächst in meinem Vortrag weit zurück. Denn das sogenannte Museion im nordafrikanischen Alexandria, das wörtlich die Musen beherbergte, ist am Anfang des dritten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung ganz eng an die uns bekannte und weltbekannte Bibliothek in Alexandria angebunden gewesen, die damals eine unvergleichliche und unvergleichbare Zahl an Schriftrollen beinhaltete. Die Bibliothek und das Museion in Alexandria führten gemeinsam in enger Verbindung und im engen Austausch miteinander Lehrende und Lernende in Philosophie und Wissenschaft zusammen, wie das schon die platonische Akademie oder die platonische Philosophinnenschule in Athen gemacht hat. Als dann, jetzt kommt es zu einem großen Sprung, 1793, die französische Nationalversammlung beschloss, und zwar durchaus in Rückgriff auch auf diese Tradition des Museion, dass die ehemals königlichen Sammlungen im Louvre nun als Museum Central des Arts de la République allen Citoyens offen stehen und geöffnet werden sollen, begründete die Revolution, und zwar begründete sie das in einem politischen Akt, das neuzeitliche Museum, und zwar als eine öffentliche Gedächtnisinstitution, wo das gemeinsame und auch das gemeinschaftsstiftende kulturelle und nationale Erbe, das sogenannte Patrimonium, aufbewahrt, geordnet und ausgestellt werden soll. Gottfried Fliedl in einem vielleicht relativ bekannten Handbuch zu Museen hat festgehalten, Zitat, dass das zeitliche Zusammenfallen der Gründung des Museums mit der Hinrichtung des Königs sich als eine Transformation des die Gesellschaft bindenden Prinzips erklärt und den neuen Machttypus, der sich sozusagen durch den Umsturz des Königs entwickelt hat und das Museum selbst als öffentliche Institution repräsentiert, hat Michel Foucault Disziplinarmacht genannt, den auch unsere heutige Gesellschaftsordnung bestimmt. Diese Disziplinarmacht als Bindeglied unserer Gesellschaft hat geholfen, die bürgerliche Gesellschaft, wie wir sie heute auch kennen, zu konsolidieren und mitgeholfen, den modernen Industriekapitalismus zu errichten. Insofern nun öffentliche Institutionen daran mitwirken, Wissensregime und Menschen in ihrem individuellen Denken, in ihrem individuellen Wahrnehmen und Fühlen zu disziplinieren und normalisieren. Michel Foucault spricht da auch von der Normalisierungsgesellschaft, muss die Museumsgeschichte selbst kritisch gelesen und kritisch analysiert werden, wie das beispielsweise Tony Bennett gemacht und geleistet hat. Dann ist die Öffentlichkeit des Museums immer eine Form von Gouvernementalität und bürgerlich. Das Museum wurde im 19. Jahrhundert folglich zu einem, Zitat, kulturellen Resonanzraum des wirtschaftspolitischen Selbstverständnisses des Bürgertums, wie das Christian Welzbacher in seinem Buch Das totale Museum genannt hat. Die westliche Ausstellungspraxis selbst hat also und hat insofern soziale, genderspezifische und rassifizierte Ausschlüsse produziert und in ihren Displays gefestigt. Zusammen mit den neu entstehenden fachwissenschaftlichen Diskursen haben sich im 19. Jahrhundert die unterschiedlichen Museumsgattungen ausdifferenziert: die Völkerkundemuseen, ethnologische Museen, Naturkundemuseen, deren kategorisierende und im Anspruch enzyklopädäische Wissensordnung ihren gemeinsamen Ursprung, man könnte fast schon sagen, ihren mythifizierten Ursprung im eurozentrischen Wissensregime haben, das die Aufklärung gefestigt hat. Und zwar, dass die Aufklärung gefestigt hat mit einem bis heute meist unhinterfragten Fortschrittsdispositiv und mit einem Universalisierungsanspruch. 2002, also ein Sprung in fast unsere Gegenwart, stellten sich die weltgrößten Museen des globalen Nordens genau in diese Tradition erneut ein, als sie das Universalmuseum verteidigt haben.
Dabei hat eben diese Universalitätslogik und diese Universalisierungslogik die zumeist unrechtmäßig erworbenen oder kurz geraubten Kulturobjekte in den Museen bereits derart angeordnet und ausgestellt, dass sie die mutmaßlich universelle kulturelle und anthropologische Entwicklungsgeschichte des Menschen erzählen sollten. Und diese Entwicklungsgeschichte, das sollten die Displays zeigen, sollten beginnen bei den unvernünftigen, nicht weißen, Anführungsstrichen primitiven und in Europa dann einen krönenden Abschluss finden. Die Völkerkundemuseen und ethnologischen Museen reproduzierten dadurch nicht bloß kolonialrassistische Stereotype, die die Ausbeutung und die tödlichen Arbeitsregime in den Kolonien rechtfertigten und bis heute die Wahrnehmung und das Leben von schwarzen Menschen und POC in Deutschland prägen. Sie machten überdies viel mehr, indem sie die Kolonisierung als eine Zivilisierungsmission zeigten, dem Zitat von Zimmerer kam das gerade auch vor, sie schlicht zu einem kolonialpropagandistischen Instrument, wodurch die imperialen reichsdeutschen Bestrebungen eine kulturelle Absicherung erhielten. Diese fetischhafte Lust am exotisierten Fremden hat ihren dramatischsten Ausdruck in den Menschenzoos und Völkerschauen gefunden, wie sie für Hamburg etwa ab 1874 Hagenbeck inszenierte. Das dort etablierte, objektifizierende und voyeuristische Blickregime bezeichnet die Kontinuität zwischen den menschenverachtenden und rassistischen Praxen und dem Museum, das eine bürgerliche, weiße Elite heute noch als einst heilige Musenstätte feiert. Ich möchte folglich heute nicht nach dem schwierigen Erbe im Besitz des Museums fragen. Ich finde auch schwierig in der Konstellation eher einen euphemistischen Begriff. Also ich möchte nicht fragen, wie sich die Sammlungsobjekte in den Museen thematisieren und ausstellen lassen, sondern ich möchte vielmehr fragen, wie lässt sich mit dem Museum selbst als das schwierige Erbe umgehen? Und dazu braucht es einen ganz grundsätzlichen, einen ganz radikalen, also an die Wurzel gehenden Paradigmenwechsel, damit in Zukunft Museen überhaupt noch relevant sind und Teil des postkolonialen wie postmigrantischen und pluralen Lebens in Deutschland sein können. An der Stelle würde ich auch Herrn Hilgert widersprechen, dass ich nämlich tatsächlich glaube, dass der postkoloniale Diskurs weder in den Universitäten noch in den Museen durchgreifend und durchdringend angekommen ist. Und kann da sozusagen gerade auch in Bezug auf Universitäten aus sozusagen dem eigenen Leben berichten, dass es dort gerade auch eine sehr starke Gegentendenz dazu gibt und durchaus auch verhindert wird, diese Diskurse dort zu führen. Es geht nämlich um Macht und neue Machtverteilungen. Es geht um Deutungshoheiten und um SprecherInnenpositionen, die in Frage stehen und damit auch Legitimationsansprüche, die in Frage stehen. Und es braucht dazu andere institutionelle Repräsentationsverhältnisse. In den 70ern des letzten Jahrhunderts, also in den 1970ern, kam es zu einer Kritik, die vor allem aus dem globalen Süden geäußert wurde, und zwar zu einem Museumsverständnis, das sich in der frühen ICOM-Definition gezeigt hat, das sehr stark am materiellen Erbe als Legitimationsgrundlage sowie am enzyklopädischen und universalen Ansatz festhielt und insgesamt ein eurozentrisches, ein neokoloniales und damit im Kern hegemoniales Modell zum globalen Maßstab gemacht hat. Diese Kritik äußerte etwa Stanislas Adotevi aus Benin. Und die Folge war, dass 1973 ICOM und die UNESCO eine Konferenz, einen runden Tisch in Santiago de Chile organisiert haben. Dort ist im Anschluss an diese Konferenz ein dekolonialer Definitionsvorschlag des Museums publiziert worden, bei dem das Museum ein integrales Museum sein sollte, das in den unterschiedlichen Communities fußt, diesen Communities dient und kritisch die aktuellen Probleme thematisiert sowie notwendige strukturelle Änderungen aufzeigt. Und zwar das tut, indem es die Vergangenheit und die Gegenwart in einen produktiven Austausch bringt.
diesen Definitionsvorschlag, diesen dekolonialen Definitionsvorschlag nahm ICOM dann 1974 in einer überarbeiteten Definition bloß als kurzen und auch nicht wenig umstrittenen Satzfragment auf. ICOM ignorierte damit die existierenden experimentellen Museumsformen, etwa die sozialen und indigenen Museen in Südamerika, und tabuisierte dadurch auch ein Museumsverständnis, das dann die New Museology weiterentwickelte. Als ich nun 2019, also vor gerade mal 2 Jahren in Kyoto, sich gegen einen neuen Definitionsvorschlag des Museums, das ICOM intern entwickelt wurde, breiter Widerstand regte, fühlten sich viele Museumsmacherinnen an diese Debatten aus den 70er Jahren formal und inhaltlich erinnert. Denn erst diese neue Museumsdefinition würde markieren einen durchgreifenden und nachhaltigen postkolonialen Perspektivwechsel, und zwar mit den folgenden Schlüsselbegriffen, die dem 21. Jahrhundert gerecht werden: der Demokratieförderung, der Mehrstimmigkeit, der Polyphonie, der Partnerschaft, der Diversität, der Partizipation und auch der Transparenz. Sie und ich nämlich bewohnen gemeinsam eine durch eine historische und gegenwärtige Migration geprägte postkoloniale Welt. Sie ist charakterisiert durch eine transkulturelle und polyphone, also vielstimmige Hybridität, die Edouard Glisson auch Kreolisierung genannt hat, sowie einen ständigen und zwar durchaus konflikthaften Prozess des Aushandelns zwischen einem Gleichheitsanspruch, ohne dabei allerdings in die Gleichmachung zurückzuverfallen, und einem identitätspolitischen Anspruch auf die Anerkennung von Differenz, das, was Adorno, wie ich finde, so wunderbar ohne Angst verschieden sein können genannt hat. Unsere Gesellschaft beinhaltet deshalb, also wegen dieses Konflikts, wegen dieser Spannung, viele, zahlreiche dialogische und in dem Kern immer auch politische Räume, in denen Bedeutungen, in denen Identitäten, in denen Sichtbarkeitsregime neu ausgehandelt werden können und nur ausgehandelt werden sollen. Diese Dialogizität, die Michael Bakhtin bereits als, das ist ein Zitat von Renate Lachmann, bereits als Kritik am Herrschaftsanspruch auf die eine Wahrheit beschrieben hat, sollte als methodische und kuratorische Strategie zum postkolonialen Paradigma des Museums werden, das dadurch die gegenwärtige Gesellschaft in sich einschließt und nicht bloß abbildet. Ein Museum dieser Art muss sich seine kulturelle Legitimation, also überhaupt seine Existenzberechtigung, erst erarbeiten, indem es mit den Menschen draußen, also in Anführungsstrichen draußen, seinen gesellschaftlichen Beitrag zu Menschlichkeit, zu Gerechtigkeit und Wohlergehen im kleinen und globalen Maßstab leistet. Museen sollen deshalb, vielleicht wird Sie das jetzt überraschen, dass ich das sage, Bildungsinstitutionen sein, was ihnen in den neoliberalen und kulturindustriellen Verwertungslogiken, den Museen als Wirtschaftsbetriebe auch heute unterliegen, zunehmend schwerfällt. Denn wir müssen auch das Bildungsverständnis und diesen Bildungsbegriff gehört sozusagen auch zu dem schwierigen Erbe, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Theodor Adorno hat das Kulturversagen und die Vergangenheitsvergessenheit im Nachkriegsdeutschland erlebt und daran seinen Begriff von Erziehung und Bildung geschärft. Nichts nämlich, sagt Adorno, änderte sich an, Zitat, den objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen, die den Faschismus zeitigten. Die AfD, eine im Kern antidemokratische und rechtsnationale Partei, gewählt in den Bundestag, beweist das. Ein Klima beweist das, in dem Antisemitismus, Rassismus, Ableismus sowie die Diskriminierung von queeren Leben in Deutschland und Europa erstarken, mithin gesellschaftsfähig werden. All das sollte uns Sorge machen. Deshalb muss die, Zitat, jetzt von Adorno, Erziehung eine Erziehung zum Widerspruch und Widerstand sein, also zu einer Empörung am Leid des anderen, die zu Solidarität aufruft. Und Bildung muss uns dazu fähig machen, den ideologischen und materiellen Verblendungszusammenhang gegen die überwältigende Kraft des Bestehenden zu durchschauen. Das heißt, dass die Museen
die BesucherInnen als verantwortliche politische Subjekte ansprechen müssen, denn es ist unsere Verantwortung gegen die, Zitat, Zerstörung von Erinnerung, also an die Erinnerung an eine Geschichte von Unterdrückung, Ausbeutung, Tod und Mord anzuarbeiten. Eine Zerstörung von Erinnerung, die Adorno das innere Prinzip des Teufels genannt hat. Immerhin waren alle Museen Nachfahren, alle Musen, habe ich den Fehler gemacht, Nachfahren von Mnemosyne. Die äußeren und inneren Widerstände dabei sind groß, weshalb ich zum Schluss allen Verbündeten noch Folgendes, noch ein Zitat natürlich von Adorno mitgeben möchte, das er in Erziehung nach Auschwitz geschrieben hat. Er sagt da, gerade im Eifer des Änderungswillens wird allzu leicht verdrängt, dass Versuche, in irgendeinem partikularen Bereich unserer Welt wirklich eingreifend zu ändern, sofort der überwältigenden Kraft des Bestehenden ausgesetzt sind und zur Ohnmacht verurteilt scheinen. Wer ändern will, kann es wahrscheinlich überhaupt nur, indem er diese Ohnmacht selber und seine eigene Ohnmacht zu einem Moment dessen macht, was er denkt und vielleicht auch, was er tut. Danke.